Egal. Und jetzt sind wir drauf. Bogi hat schon wieder doppelte Level von uns. Ja, alles klar. Also haben wir gerade festgestellt, Bogey hat schon wieder das doppelte Level von Jivan und von mir. Ja, Grüße gehen raus. Und ich begrüße natürlich alle Zuschauer hier. Herzlich willkommen zum Livestream Sonntag 18 Uhr, Dogtown Survivor. Und es sind natürlich wieder alle Leute dabei, die sonst auch dabei sind. Nämlich, ich fange jetzt mal ganz rechts an. Jivan! Hallo. Und Lars, die Biersuppe 94 ist dabei. Ich glaube, ich habe einen Bogey Delay. wollte gleich da sein und der war gerade noch mal weg und ja, der ist noch nicht wieder da, der kommt gleich wieder. Und ich begrüße euch natürlich auch und das heißt wie immer: Hab keinen guten Tag, hab einen tollen Tag. Juhu, unser erster Gast ist da, der Orangensaft. Mal wieder ein treuer Kunde. Hey! Und der Arzt ist auch da. Juhu! Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, impulsive Street Art ist das Motto. Hallo, Bogi! Wir grüßen dich, Orangensaft. So, was wollte ich sagen? Wir haben heute eine tolle Aufgabe. Und zwar impulsive Street Art. Wir werden landen. Ich muss die Karte aufmachen. Da, wo ist sie? Bei Shattered. Da. Ah, Bogey ist auch Hallo. da. Bei Shattered Hallo. Slabs werden wir landen. Unser Ziel ist, den gesamten Steinbruch, also alle Steine, mit Graffiti zuzubomben. Das heißt, wir hoffen auf eine gute Zone. Aber wo warst du? Warst du noch beim Kiosk nebenan? Noch Zaretten holen. Was haben Sie da in Ihrem Strumpf? In Ihrem Stutzen? Aber Boogie raucht nicht, oder? Nee. Geil, du bist geil, Boogie. Also, wir werden den Steinbruch mit Graffiti zubomben und dabei auch noch versuchen, Gegner mit Impulssteinen zu holen. Das heißt, entweder direkt damit abschießen oder das Gebäude abschießen, wo die drin sind, um sie dann zu holen. Oder einer von uns stellt sich auf den Stein drauf, lässt sich hinkatapultieren und nimmt die Leute dann auseinander. Das ist zumindest der Plan. Und dann würde ich sagen, lass uns mal direkt reingehen. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Ja, nebenbei bemerkt, seit letzter Woche hat sich da gar nichts getan, weil ich in Solos verdammt nochmal immer nur Dritter, Zweiter und sonst was werde. Ich schaffe den Abschluss nicht, weil ich immer vom Hammer, immer von Raketenwerfer oder von Excalibur geholt werde. Es ist so, es ist so Dazu müßig. wollte ich eigentlich auch was sagen. Ich habe jetzt nicht unbedingt so viel gespielt, aber wenn ich gespielt habe, dann 1 bis 2 Stunden. Und da habe ich es nicht einmal geschafft, in Top 30 oder 20 reinzukommen. Also ich werde jedes Mal richtig dumm geholt, ob es Solo versus Duo, Duo versus Duo, Solo, Solo ist. Jedes Mal werde ich halt so geholt. Also mittlerweile sind halt wieder die alten OG-Spieler am Start, die halt richtig sweaten. Wirklich, man merkt das einfach. Ja. Na, So. ich hab auch mit Hekim nochmal geredet und der sagte, er hat ja mit dir nochmal gespielt, eine Zeit-Duo, und ihr seid immer daran gescheitert, dass irgendwelche Deppen Raketenwerfer und Hammer dabei hatten, ne? Ja, das auch. Also da hat man, also wir kommen jetzt halt zu viert mit einem Hammer auf dich zu und dann kannst du einfach nichts machen. Ja. Weil diese Season ist so angelehnt, dass du wirklich nur einen Hammer hast und das ist diese mega OP-Waffe und der Rest ist Ja. theoretisch im Gegensatz dazu Bullshit. Die Ja. ganzen anderen Season davor, da gab es dann auch so Waffen dagegen. Wenn du irgendwie Hammer, Ja. dann gab es Kamehameha, dann gibt es irgendwie, keine Ja. Ahnung, so tausend andere Sachen, wo man dagegen spielen könnte. Aber ich kann nicht mit einer Pump gegen eine Person mit einem Hammer spielen, weil er halt Ja. so rumfliegt und mich Ja. bounced und Ja. bauen kannst du halt auch nicht, ne? Ja. Was krass ist, dass die in Arena den Hammer richtig verschlechtert haben. Okay. In Arena ist er so gut wie gar nicht spielbar, also da kriegst du gerade mal eine Wand kaputt. Das ist halt richtig geil. Ja, aber warum nicht hier in den Ich Open Matches, frag mich ne? nicht, Es ist frag mich so. nicht. Naja. Okay, wir gehen raus. Markiert ihr schon? Vielen Dank. Ich kann ja nicht markieren aufgrund der Packs. Tatsächlich finde ich die ganz cool, was es da jetzt so gibt. Ne?
Und ich hatte allerdings eben ein Solo-Match gespielt und ich war dauernd markiert. Es gibt ja diese Sturmmarkierung und im Endgame, ich war im Grunde dauerhaft markiert und der Typ ist logischerweise nur auf mich gegangen, nur auf mich gegangen. Ich habe gegengebaut, hat natürlich nichts gebracht, weil er durch geschlossene Wände geschossen hat und so ein Scheiß. Man Kannst du kennt vielleicht die, kannst du uns vielleicht die Challenge nochmal mit den Dings ja genauer erklären? okay, mit dem Mit den Impulssteigen. Regeln, ob ja und ob wir halt jetzt Gegner Normale töten Waffen dürfen und so weiter. auf jeden Fall auch normal, aber wir versuchen das halt auch eben auf die dann perfide, intelligente Art zu machen. So, scheint keiner hier zu sein, oder? Doch, vor mir. Ich kann aber nichts Oh ja, machen. direkt vor mir auch. Unter mir. Wir sind auf jeden Fall zwei Ist Teams. das ein Gegner? Tatsächlich, ist es ein Gegner. Also die Gegner darf ich nochmal Alter, holen. ja, bitte. Was war das eben schon wieder? Stream, habt ihr es gesehen? Himmel. Was war das eben? Und es leckt schon wieder ohne Ende. So, ich fange mal an hier zu sprühen auf alle Fälle. Was hast du gesagt? Normale Waffen? Ja, ist ganz egal, halt. Ups. Oh. Ich habe eine lila Pump aus einer Kiste herausbekommen. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen noch. Also Rocket Man ist in Ordnung. Jo. Ja, klar. Wir könnten. Du kannst Elton John nutzen. Rocket Man. Ich sehe So, es erst wir jetzt, dass diese könnten. eine Pump zwei Schüsse verschwendet für einen Schuss. Tatsächlich, ich habe das schon von Anfang an gesehen, aber ich habe neulich HJ Dugan gesehen, mein Lieblings-Fortnite-YouTuber. Cool. Und der hat das auch erst. Ja, aber. Wow, mit wie viel Verachtung. Ich hab das gar nicht so empfunden. Oh, ich auch nicht. Uhuhu! Das Das war klingt eine nach Wasser. Lamme Wasser. Okay, jetzt müssen wir mal so ein bisschen anfangen, hier das Ganze so ein bisschen zu verschönern, finde ich. So, ich Ja, hätte einfach also noch ich mal blick da mit dem Spray noch nicht ganz durch. Ja, wir machen jetzt alle Wände bunt hier. Also jeder sucht sich jetzt ein Viertel und dann gibt's hier Graffiti. Gegner? So, ich habe oben schon angefangen. Okay, wo sind die Impulsblöcke? Ich habe hier einen. Zwei. Wo ist denn der Gegner, den du da hast, Stefan? Nee, ich hab gedacht, das wäre ein Gegner, aber. Aber es war nur Bogey. Nee, es waren die Steine. Nein. Okay. Jetzt kommen da Leute aus, was ist denn das, westlicher Richtung. Ja. Ja, da sind hier so diese ganzen großen Crews sind Scheiß gegen uns. Seid ihr schon wieder am Fighten da, ja? Ja, einer erledigt das direkt im Platz. Ja, okay, das war der da hinten drin. Also das war nicht ich erledigt habe. Ja. Muss gerade gucken, welches Spray am meisten Fläche verursacht. Nee, wir nehmen sowieso irgendwie alle. Also ich rotiere hier einfach meine Sprays durch. Ich nehme die OG-Sachen. Ja, ich nehme alles, was der Laden hergibt. Einfach einen Kreis und dann den nächsten und weiter geht's. aber nicht eine ganze Wand voll sprayen, dass die nur noch aus Spray ist, sondern nur so verteilen überall, Wir können auch eine ganze Wand mal versuchen, so ein Whole Train oder? sozusagen, Weil ich ne? habe gedacht, das wäre dein Ziel gewesen, da dachte ich schon, oha. Ja, guck mal Ja, hier. das ist super. Wir sind hier am Gange, am Start. Hervorragend, das sieht doch schon sehr schön aus. So. Ich hätte Nochmal. es tatsächlich eigentlich so gemacht, dass man das. Es gibt ja die Fähigkeit, dass du die zweite Zone siehst, dass wir uns da Ja. schon mal placen und dann die ganzen Sprays machen. Das heißt, wenn Gegner uns sehen, einfach nur sehen, ach du Scheiße, was ist da denn los? Oh, Weil das jetzt zum wär Beispiel. auch eine schöne Sache. Ja, okay. Ich meine, weil die Zone ist gleich weg, ne? Genau, ich persönlich fände es schade, wenn die Zone weg ist und wir das gefühlt nur umsonst gemacht haben. Ja, Also das wäre nur so eine Idee von mir, falls das ihr ist eine die gute Idee auf umsetzen alle wollen Fälle. würdet. Das ist auf alle Fälle eine gefühlt gute Idee.
Ja, bin ich voll nur bei schade, dir. Dass ich in der Schule nicht so gut die Ideen immer habe. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, kann ich nichts weiter zu sagen. Er will dir nicht widersprechen. Hier den U so. Bei mir. Ansonsten machen wir das in der nächsten Runde dann. Genau. Dass wir die Fähigkeit haben. Genau, denke ich mal auch. Machen wir das so, dass wir einen Stein auf jeden Fall aber mittransportieren müssen? Das wäre geil, oder? Wär geil. Also mindestens ein. Wir können ja auch noch mehr. Ja. Ich meine, jeder kann ja auch. Dann ist die Chance, dass wir irgendwas mitbekommen, noch viel größer. Das stimmt. Aber wie kriegst du es hin, dass der nach oben guckt? Ja, ich muss nach oben gucken beim Hämmern. Das ist der. Also du fängst an zu hämmern und dann guckst du nach oben. Okay. Dann bin ich noch nicht ganz durch. Moin, Lukas! Hey. Lukas. Oh, der ist gar nicht so weit geflogen, oder? Nee, warte mal. Müssen wir nochmal. Ich hab einen Hämmerturm zurückgezogen. Oh! Oh! Voll auf dem Bowie. Bowie, bleib drauf! Ja! Yeah. Jetzt sag nicht, du hast Fallschaden bekommen, nein, ne? Nein, nein. Okay. Ich wollte eigentlich, aber zum oben landen ist es ja auch, ne? Die Richtung. Ja, ja, genau. So. Oh. Ich komme mit. So. Jetzt müssen wir uns auch schon ein bisschen ranhalten. Okay, der ist auf alle Fälle schon mal richtig raus. Wie viele Steine haben wir jetzt draußen? Du machst die Richtung? Nein, ich bin nicht drauf. Ah, doch. Hui! Hi, Karama. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, macht Spaß. Das macht echt Spaß. Moment, ich will noch mit. Ja, ja, ich hämmer hier noch ein bisschen. Bist du da, Bogi? Okay, hör auf! Ja. Bogi, hör auf! Hör auf, Bogi! Bist du drauf? Nein, noch nicht, aber ich hatte noch nicht die Richtung. Ach so, die Richtung war doch schon gut. Ja, aber du hast sie immer nach unten gedrängt, weil du nach unten geschlagen hast. Hervorragend, hervorragend. Für sie so. Immer noch hervorragend. Ah, alles klar. Ey, grüß dich mal ganz lieb, die Mutter. Okay, drauf. Oh. Nein. Was war das? Haben wir dich kaputt gekloppt eben mit dem Stein? Nee, aber... Geh schnell. Oder was? Wo bist du? Nee, wir sind einfach vom Stein runtergeflogen. Ah, okay. Wir gehen schon Richtung Zone. Ja, wir auch. Wo ist unser Stein gelandet? Der ist im Wasser, ne? Hey, wir haben einen mitgebracht. Nee, es ist gar nicht unser OG-Stein. Oh Gott. Wir werden hier beschissen und geschossen. Ja. Als ich stillgestanden habe und voll auf ihn abziehen konnte, da ging gar nichts. Achtung, die kommen jetzt hierher. Danke, Bogi, das ist eine gute Idee. Wo ist unser Impulsstein? Ey, ohne Scheiß, was war das für eine Ranzaktion eben? Im Runterspringen hat er mich voll... Och, Kacke. Ich hab auch keine guten Nahkampfwaffen gehabt. Verzögerung reingedrückt werden, immer bei diesen... Ja. Entweder will er uns nicht sehen oder er sieht uns wirklich nicht. Er will euch nicht sehen, er hat mich auch schon nicht... Wollte mich auch schon nicht sehen. Er weiß, dass du da bist, wenn du gleich was rausploppt. Jo. Jetzt sieht er uns. Jetzt weiß er es. Aber er holt erst dich. Ich hätte erschossen. Ja? Okay, weiß ich nicht. Das ist... Sieht das nicht durch den Kopf, oder? Ey, ja. Ich hab eben mit der roten Punkt. Ich bin gerade streamen mit Schmidt, ich komme erst um eine Stunde. Ich bin streamen mit Schmidt gerade drin.
Ja, ist es 18 Uhr, Sonntag? Fortnite. Ja, schick mir Einladungsstream mit. Ja, wir sind schon voll, deswegen, ich hätte sonst gesagt, komm rein, aber wir sind voll. Ja, du kannst aber auf YouTube zugucken. Ja, ja, ernsthaft. Ehrlich? Ich das mal. Ja, ehrlich, G1. Supporte doch mal den Kanal, bitte, ey. Echt? Was denn? Achso, ich war gar nicht gestummt, oh. Nee, war's doch nicht. Geht's so gerne genehm. Ja. Aber tatsächlich, ich habe eben still gesessen, mit der Rotpunkt voll auf ihn drauf, abgedrückt, nichts geht rein. Erst als er sich zu mir umdreht und anfängt auf mich zu schießen und alles reinzudrücken, da kriege ich auch 2-3 Treffer. Also ich verstehe es manchmal nicht. Also meine Pumpkits ging heute richtig rein, aber das waren halt viel zu viele Gegner. Nee. Naja, wir machen das jetzt nochmal. Jetzt wissen wir, worum es geht. Und tatsächlich diese Sturmvorhersage und dann dahin zu gehen und dann alles voll zu spielen, ist viel geiler. Gut, machen wir jetzt. Aber wir holen uns trotzdem die Impulssteine, weil zum Movement sind die richtig geil, ne? Ja, jemand hat's auch nicht gedacht. Alter, wie springt der eigentlich mit dem Scheißding? Das ist ja ekelhaft. Ja, PC-Spieler. Ja, ist so viel Auslösung halt, ne? Nein, aber auch wie mit Umdrehen und sowas. Wieso? Wer macht das so nach hinten? Keine Ahnung, man weiß. Ja, wahrscheinlich ein krasser Wirkungsradius, kann ja sein. Guck mal, wie krass er gegen Baum geflogen ist. Ja. Ja. Das war. Das ist krass. So lieb von dir, Lukas. Ich glaube, super nett. Wir müssen zurück in die Lobby. So, jetzt werden sie hups genommen von den Spots da. Lächerlich, hast du das gesehen? Ja, das ist nicht. Seid ihr zurück zur Lobby? Nein. Ich glaube, wir sollten das. Nein. Ja. Ich glaube auch. Es funktioniert nie. Ich weiß nicht warum. Also zurück. Raschel, raschel. Was isst du denn jetzt für Schokolade? Ja. Das ist Timan, der mal wieder futtert. Ja. Mhm. Während des Streams. Eine Ritter Sportschokolade, eine weiße mit Zimt und Crispy. Die ist richtig geil. Richtig schön Weihnachtsstimmung. Gott, ey. Geil, sei ehrlich, oder? Doch, das ist schon. Also. Ja. Einmal breit rücken. Das sieht sehr gut aus hier. Wird man eigentlich durch den Battle Pass schneller gelevelt? Fragst du wegen Bogey oder was? Nee, weil ich kann mir den kaufen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich halt durchspielen werde, dass ich dann Level 100 bin und alle V-Bucks sammle. Ich glaube, wir sind noch bereit heute, ne? Also ich bin bereit eigentlich. Ich habe bereit gedrückt eigentlich, dachte ich. Keine Ahnung. Also ich weiß halt nicht, wie es geht, aber ich meine, jede Season jetzt war ich auch mal am Ende Level 100. Ja. Fast synchron. Ich finde den so scheiße. Was? Den Emote? Ja. Dann schenke ich dir den jetzt gleich. Nein, bitte, hör auf. Oh ja. Also wenn ich schon die BM nicht boykottiere, dann das hier wenigstens. Wow. Okay, Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Jedes Mal, wenn man sich katapultiert mit dem Impulsstein, muss man den Hulk-Schrei machen. Oh ja. Auf dem Impulsschrei. Na klar. Impulsstein. Na klar. Oh, ich hoffe, der Doppler-Effekt zählt dann irgendwann. Das wär geil. Du fliegst an Leuten vorbei. Oder das wäre geil, wenn man einen mit dem Impulsstein in irgendeine gegnerische Festung rein katapultiert und dann landest du da. Oh, ein Team mit Kronen. Wo gibt mir eine Krone? Wo ist G1? G1 da unten? Ja, haben die wohl schlecht Zähne geputzt. Ja, jetzt auf einmal haben die keine Kronen. Hä? Ja, die haben eine Krone. Ja, hier. Ah, ich hab keine Materialien. Schön am Pöti schnuppern hier, guck mal. Ja. Taxi. Kann mal einer den Steinbruch markieren, danke.
Auf alle Fälle, Lukas. Markiert, Lars. Aufeinander? Zufall. Perfekt aufeinander? Ja, einfach mal so. Sehr geil. Okay. Zufall war es nicht, ich habe einfach auch da markiert. Achso. Als ich dich gesehen habe, war immer drauf. Ich sag's dir so, man kann auch gezielt markieren. Ja, ich kann's nicht. Ich auch nicht. Wenn ich was markieren will, dann muss ich mal dreimal so. Ja, also bei dir ist es richtig schlimm, Schmidti. Wenn man auch sagt, ich hab markiert, dann fragst du 200 Mal wo. Und dann sagst du, pass auf, wir gehen jetzt erstmal dahin. Ja. Das ist sehr akkurat. Wenn du mal so solche Schlussfolgerungen in der Schule bringen würdest, ne? Ja. Wo ist es? Oh, Gegner hinter uns. Gegner hinter uns. Wo ist der Impulsstein? Ist der Gegner hinter uns? Ah. Ja, hinter uns. Gegner hinter Bogi und nicht hinter uns. Kugel auf der Uhr. Oh, das war ein Gegner. Ich dachte irgendwie, das wäre Bogi gewesen, der hier mit mir war. Ich bin zu blöd, ey. Nein. Der hat mich auf den Impulsstein geholt und das war ziemlich doof von mir. Und das war ein Schneemann. Wieso habe ich gedacht, das wäre Bogi? Bin ich... Naja, vergiss das einfach. Sollte das jetzt mein Spitzname werden? Bogi, du alter Schneemann, komm schnell her. Bogi, hinter uns ist einer. Sechs. Bogi, hinter uns ist einer. Ja, egal. Erstmal hier oben ist einer. Ich dumm. Alter, ich bin sowieso noch ein Zettel. Sammel die Waffe ein und dann hol Lars. Ich hab's auch nicht anders verdient. Vorsicht, der Schneemann, Quatsch, der... Hinter dir auch. Bogi, hinter dir, Bogi! Vorsicht, du kannst jetzt gleich die anderen noch holen, Björn. Nein, okay. Oh, ich hätte auch die Plätze für euch da gelassen. Und euch den Keks. Jawohl. Sehr gut. Guter Kommentar, Ulrich. Hinter mir ist einer, Bogi. Da müssen wir uns erst drum kümmern. Nein, ich bin wichtiger. Oh, ich bin nur ein Zettel. Naja, aber ist auch egal. Nein. Hinter mir ist einer. Alles andere geht doch nicht. Hol erst die anderen da, G-Man. Die sind wichtiger. Die können nämlich mehr als ich. Und dass ja kein Kunstwerk ist, aber... Ja, Gott sei Dank haben wir hier den Meisterschwitzer wieder am Start. Oh mein Gott, ich Fettfinger. Da hat sich nicht ausgezahlt, 16 Stunden kreativ. Also, ich bin ein Ja. So, dann holen wir die Zettel dahin. Das ist jetzt auch viel wichtiger, finde ich. Ich meinte ja auch nicht, dass beide kommen sollen mich holen. Da reicht ja einer. So meinte Bogi, ich das. Hinter uns ist einer. Und dann hast du zu Bogi gesagt, nein, ich bin wichtiger. Ja, bin ja auch wichtiger als die anderen Gegner. Also nicht ihr, sondern die Gegner. Ja, ich bin ein kleiner Egomane, vergiss es. Oh, ja. Der Bus ist ohne dich abgefahren. Die Bahn war mal pünktlich. Der Bus fährt gleich gar nicht. Ich hole nur die anderen beiden. Ja. Wenn das ginge. Oh ja. Nur ausgewählte Leute wiederbeleben. Wow. Hätte ich auch laufen können. Ja, nein, aber Übung macht den Meister. Schrittgeschwindigkeit in der Ortschaft. Oh Gott, ich bin so ein Egomane, ich weiß, verdammt. Aber ich bin auch wirklich. Schaut's euch nicht an, stream bitte. Aber du bist selbstbewusst, ne? Du erkennst dich. Ja. Ich bin tot, WTF, Alter. Wie hätte das geschafft? Keine Ahnung. Der Wo ist so der hier? Mad. Down. Danke. Der war so schlecht, der hat mich einfach. Danke, Bogi. Da können wir ja noch nicht. Wir können dich ja noch nicht wiederholen. So, ich habe hier erstmal alles aufgesammelt. Ja. Und nicht. Ich Ach du, noch einmal du, Bandagen.
Achso, hier, du warst am Crouchen, also okay. Dadurch, dass wir schon... Ich hab die Fähigkeit. Hier ist die, also hier ist die letzte Zone von der anderen Zone. Das heißt, am besten wäre, wenn wir eigentlich hier in die Stadt gehen. Oder ich... Okay. Ja doch, das wäre am besten. Weil das ist noch in der Zone. Mitte rechts. In der Zone. Dann lass uns mal hier... Hier ist ein Automat für AR. Da hinten wurde geschossen. Sind da Gegner oder? Sind. Hier, Schmilli, falls du die Waffe haben willst, Lila. Alter, der Baum, ey. Alter, hinter mir ist schon einer? Ja, hinter dir ist einer. Ja, ja. Alter, ja. Ah. Alter, dass man in diesen Bäumen jetzt auch immer hängen bleibt, ist so nervig, oder? Genau, hier ist einer, genau da vor mir. Hier, da, ja, hier, an der Stelle, danke. Wolf hinter dir, Bogi. Der ist immer noch hinter dir, der läuft hinter dir her. Oh Gott, einer ist direkt bei mir. Jetzt ist der Wolf aber immer noch hinter dir. Sehr gut. Hey, Tür zu. Ja, es wird jetzt aber auch Zeit. Ich will nicht hetzen, aber ich bin... Danke, aber es war richtig, hier reinzugehen. Nochmal alles bis zum Ende auskosten. Aber ich konnte eben Ulrich, nicht... Ich hab noch ein Pack für dich. Okay. Sorry. So, hier ist noch Flash. Ich hab's direkt hingelegt. Flash. Oh, komme. Aber tatsächlich, hier sind Bäume so flach über der Erde und in dem Blätterwerk. Ich wollte springen und ich konnte nicht springen. Danke. Alter, wie eine Mutter ohne Brust. Wie eine Mutter ohne Brust. Was? Immerhin habe ich wohl für den einen Assist bekommen. So, in welche Richtung müssen wir? Hey, Jivan. Da, wo ich markiert habe, ist theoretisch, danke. Ist, der Anfang der, sag ich mal, letzten Zone. Das heißt, von hier bis dahin geht das. Müsst ihr mal genauer schauen. Na toll, ey. Seht ihr das? Ja. Kann ich hier nochmal kurz zugreifen in dem Candy Shop hier. So, wo ist jetzt mein Impulsstein? Ich lauf mal zu. Wo ist denn mein Impulsstein gelandet? Da, der geht auf alle Fälle nicht so richtig am Berg vorbei von hier. Markiert mal jemand bitte da, wo ich gerade markiert habe. Also hier, markiert mal jetzt jemand da, wo ich gerade markiere. Ja, mach ich. Genau. Und jetzt wisst ihr ungefähr, wie die Breite der Zone ist, ja? Oder ihr seht die Zone ja schon. Okay, dann wir sehen die Zone schon. Ich höre ein Motorrad. Einer kommt zu euch, ja. Ich glaube, der holt die Karten von den anderen, kann das sein? Könnte möglich sein. Bogi, komm her. Hä? Wo bist du? Wir fliegen. Genau. Lars, bist du hinter mir? Ah ja, ihr wartet noch nicht. Ja, ich halte auf Impuls. Bist du da? Warte, noch nicht, bin gleich da. Ach so. Oh doch, jetzt ist ein super Typ hinter. Wir müssen drauf. Du warst auf Kurs. Ich komm nicht drauf, verdammt! Ja, wegen dem Typen, weil der uns getroffen hat. Nee, weil... Alter, Raketenwerfer hält wieder. Oh. Ei, Karamba, ist es wieder ein Raketenwerfer-Player. Hier, bei mir. Ich habe ihm auf alle Fälle eine verdrückt, aber... Alter, er hat mir richtig mit dem Raketenwerfer ins Gesicht geschossen, der... Penner, ja, Penner. Ja, hol mich. Alter, es ist so nervig, ey. Schaffen wir es noch, einen zweiten Stein zu holen? Nee. Nur mein Stein ist weg. Ich brauche jetzt noch ein bisschen was zu fressen. Marschiert immer schon vor. Ich komme gleich hinterher vielleicht. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt.
Und ich habe auch noch Minis für dich. Es ist die Gurke und der Motor. Und ich habe eine Splashy-Kanone, wenn wir die haben. Danke. So, was haben wir hier? Okay. Hier sind erstmal Mini. Zack. Oh nein, fucking Gegner. Kommt alles bei dran? Mir ist ein Gegner, warte, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Oh, da fährt schon wieder einer mit dem Motorrad, ne? Mäh. Jawohl, habt ihr ihn, ja. Ja, und ich hab nicht alle. Ja, ich komme. Als ob das was bringen würde, aber. Krone. Ja, er wollte seinen Kronentypen holen, seinen Kronenbuddy. Bogi-Holt-Raketenwerfer raus. Ich hab jetzt doch keinen Stein geholt. Würde ich nehmen oder willst du die haben? Wir müssen jetzt los. Auf geht's. Ja, los. Auf geht's. Guck mal, man kann so angeben. Da kommt einer. Wow! Alter. Ihr geht mir voll auf den Zwirn, ihr Schweinepriester, ey. Oh, Bogi. Was? Du hast mich wegkatapultiert. Hast du, Dings? Steig ein, wir holen uns unseren Stein. Oder, nee, Lars ist das. Lars, steig ein. Los. Dankeschön. Steig auf, ich steig ein. Ja, der war eigentlich hier. No. Mit Verlaub werde ich jetzt einfach laufen. Okay, ich habe für dich noch ein Medpack. Ja. Du brauchst. Ja, nützt unser Stein weg. Ich gebraucht, ja. Blöd. Okay, ich bin jetzt wieder hinten dran gerade, aber ich komme gleich zu euch. Bleib mal hier. Wo? Hinter euch! Hinter uns wo? Da! Ich hab markiert und einen getroffen auch. Und unten von unten auch. Jetzt könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir könnten auch Hilfe gebrauchen. Zum Glück nur Bots. Und die wieder pushen. Er trifft alles. Er trifft dich sogar im Gebüsch, warum auch immer. Er kommt zu mir, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Ich bin auf 7 HP runter, Freunde. Ich hab hier einen. Warte, bleib im Busch, Ulrich. Okay, ich bleib im Busch, ich gehe im Busch. Danke. Eine goldene Pistole. Ach, da hinten bist du. Alter, voll ekelhaft. Er hat mich im Busch zweimal getroffen. Ich kann noch nicht, bin gleich da. Oh, hier ein Busch. Und bei dir hier drin? Hä? Wo ist jetzt bei dir? Ich bin zu blöde, da hinten. Ich hab den Stein, glaube ich, gefunden. Ne? Du bist wieder dabei. Ja, dankeschön. Über uns. Da kommt was. Ach, scheiße. Alter, ey. Alter, wie kriegt der mich? Ich krieg's. Alter, nicht. Die waren so mad, aber der eine hat sich einfach irgendwie durchverarscht. Scheiß drauf, egal. Wo geklärt, das ist alles. Voll lässig nochmal alles aufgenommen. Der hat mir meinen Busch kaputt gemacht. Vier Leute, Bogi, die sehen dich nicht. Die können mich nicht sehen. Ich bin Stromlinien. Ah. Ich bin Stromlinien. Ah. Was für eine tolle Runde. 18 Kills haben wir trotzdem geholt, ne? Tatsächlich. Ich habe dazu nichts beigetragen, zurück, will ich mal sagen. Wir probieren es mit bereit und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir wieder zurück. Also ich bin wie oft gestorben in dieser Runde? Dreimal? Viermal?
Hey, noch Chivan, der jetzt aber du hast direkt muss. Unterm Radar gearbeitet. Super. Ja. Er hat hier auch Glück gerade, kriegt alles, ne? Also braucht. Ich habe eher das Gefühl, der Stream sollte heißen, wir helfen alten, benachteiligten Männern. Hey, Bogi hilft mir doch die ganze Zeit. Ja, das meine ich ja. Sei vorsichtig, was du sagst, du Jungspund. Ja, mit deinen 53 weiß ich auch nicht. Immerhin diesmal dichter dran an meinem echten Alter. Ja, 55 ist das echte, ich weiß. Nein, ich bin quasi Rentner, 63. Ja. Oh Gott, ey. Du bist sowieso ja, Beamtenstatus, sag ich nur. Oh, den hätte ich auch gerne. Ja. Wer zu spät kommt. Ja. Stadt soll das mal springen lassen. Finde ich in Ordnung. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen, da hinten rüber zu bauen. Nicht, wenn wir nur am Crouchen sind. Nicht mit 2 Sekunden. Na, ich hätte es aber geschafft. Gott, ey, wer hat sich das ausgedacht mit den Impulssteinen? Ich glaube, das war ich. Hey, das Wurfschnitzel ist da. Julian, Grüße gehen raus. Wie bist du denn zum Namen das Wurfschnitzel gekommen? Keine Ahnung. Ist das so der ist das deutsche Pendant zum geworfenen Döner von Kevin Großkreuz? Also hingeschmissen oder erstmal richtig breit geschlagen. Was für ein geworfenes Döner von Kevin Großkreuz? Ach, Kevin Großkreuz hat irgendwann mal, als er noch beim BVB gespielt hat, das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her, okay. Ein Fan, der ihn angepöbelt hat, mit einem Döner beworfen. Richtig so. Yeah. Julian schreibt gerade nicht hinterfragen. Und ich würde auch noch sagen, Julian, nächstes Wochenende ist Dreamhack in Hannover. Bist du da? Vor mir fliegt schon wieder jemand. Handgranate. Hier ist ein Lama irgendwo. Er läuft gerade. Irgendwer landet hier. Verspätet, aber landet. Danke. Ach komm her, das mache ich so auf die althergebrachte. So, Explosionskill. Da hinten schießt schon noch wieder wer auf mich. Let's go. Ich hab den Lama noch bekommen. Herr Lami. Okay. Ulrich, ist bei dir was los? Ja, da war. Wer fährt da Motorrad? Ich. Ja. Ich mache eine LAN-Fahrt von Samstag auf Sonntag, okay? LAN-Party meint er. Ja, hab ich doch gesagt. Das ist. Achso, ich hab LAN-Party verstanden. LAN-Party, nee, ich. Oh, bei mir 2 Leute! Und sie glitschen auch hin und her. Nee, weil ich sie beschieße. Ei, Karamba, vor mir noch hier. Also wenn es leichte Gegner sind, dann krieg ich auch Kills. Schade. Oh. Leute, ich hab... beide geplatzt, Ulrich, ne? Ja. Ich hab mich auch um die gekümmert noch, muss ich... sagen, aber es war wieder so kurz vor Lars,
Hier. Ja. Dankeschön. Ja, drei brauche ich nicht, aber. Ja, verteidige einfach. Mal gucken, wo ist denn jetzt eigentlich die Zone, die nächste? Also noch sind wir hier, ne? Wo ist der Ort, den wir jetzt mit Graffiti bearbeiten wollen? Gegner bei dir, Bogi, hinter dir. Ja, ich habe keine Waffe. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, wann ich auch Karten bekomme. Ich kann Karten dafür bekommen. Gibt's auch nur eine, hier, aber hier nur ist zwei. Wo sind die Gegner? Nee, nimm die Waffe. Sind die da im Haus, die Gegner? Die sind in einer anderen Stadt. Spaß. Hier. auf deinem Weg habe ich einen Biggie gedroppt. So, jetzt habe ich erstmal genug. Ja. Okay. Oh, meine schönen Handgranaten, umsonst. Aber dadurch ist er hin und her gelaufen. Jo, das ist nett. So, wenn was haben wir denn? Softpacks mitnehmen. Vier Softpacks. Oder zwei Biggies. Ich brauche erstmal kleine Munition, merke ich gerade. Und Pfeile. Okay, ich würde sagen, gleich wenn die Fähigkeit anstellt. So, was habe ich jetzt hier? Nö. Nee, ich hab die schon. Lars, markier mal einmal da, wo ich markiert habe, bitte. Da oben, okay. Yep. So, und jetzt seht ihr, wie die Zone aufgebaut ist, ja? Okay. Länglich gesehen. Ja. Breite ist ungefähr gleich, ich hätte gesagt, Okay. Sollen wir hier diesen Turm einfach voll sprayen? Haben so richtig voll. Nee, wir nehmen den jetzt erstmal mit hier, den Stein. Oh nein. mit dem Emote funktioniert nicht. Was ist da passiert? Warum ist denn der Stein so komisch weggeflogen? Emote. Nehmen wir nur einen Stein mit? Glaube ich nicht. Nee, weiß ich nicht. So viele wie möglich. Ja, Bogi soll uns einen holen, oder? So, hier, ab in die Ich hole jetzt noch einen Stein. Ja, hat funktioniert. Ja. Das war, glaube ich, weil Jiva noch drauf gesprungen ist. Das kann sein, ich glaube auch. Ja, Jiva ist schuld. Ja. Na, so oft wie er uns wiederholt, ist das erlaubt. Mhm. Oh, ich höre hier schon wieder irgendwie sowas. Ja, soll ich schon vorrennen oder nicht? Warte mal, hier ist hier nicht so ein... Wo ist eure Richtung? Da, seid ihr. Ich komme, Bogi! Ja. Bist du da? Ja. Einmal aufsteigen, bitte. Und ab dafür. Hui. Oh, ich glaube, meiner funktioniert nicht mehr. Meiner funktioniert nicht mehr. Dein Stein ist kaputt, oder was? Ja, mein Stein ist festgepackt irgendwo. Okay. Ach, kannst du mal versuchen, aber bei mir geht er nicht mehr. Doch, jetzt funktioniert er wieder. Schön. Mega! Ich stell mir gerade echt vor, man fliegt an Leuten vorbei und dann. So, wo ist die Zone? Ich kann hier noch. Ich habe hier Eddie jetzt noch Bogen. Nur einen kleinen Hüpfer, Vorsicht! Nur einen Mini-Hüpfer. Oh, mein Stein funktioniert auch nicht mehr. Schau mal hier, was ist das hier? Haben die nur eine begrenzte Kraft? Keine Ahnung. Wer kommt da? Der ist damit funktioniert der gar nicht mehr. Jiva, hast du geschossen? Ja, ich hab keinen geschossen. Das ist scheiße. Oh, nee, hups, so. So, wollen wir nach Envil und Envil voll sprühen? Ja, ne? Ja, kommen auch ein paar Gegner rein. Bogi, aufhören! Ah, ich habe einen Glitch gemacht. Es ist einfach ein zweiter Stein aufgetaucht.
Achso, ne, Tony, das ist der von Lars. Das heißt, dem Lars ihn seiner. Hm. Ich glaube, der kann wirklich irgendwie 5-6 Mal. Und da funktioniert doch wunderbar hier. Meiner nicht. Ja, ich sehe, wie der rumfliegt. Er hat natürlich die ganze Stadt einmal. So. Den Gegner links. Habt ihr beide, ne? Sehr gut, wer auch immer das war. So. Schön geklärt die Situation. Nur mal so fürs Protokoll. In der Runde davor war ich ja scheiße. Oh, bei mir ist einer. Nein, oh Mann. Munition, falls danke, okay. Danke, alles gut. Was ist das hier? Uhrzeit Flammenbogen. Oh, dann nehme ich den mal. Oh, falls wer diese Arschgesicht erfahren will. Nee, wollen wir nicht. Hier sind noch zwei Mini. So, wir müssen jetzt hier mal anfangen, den Laden voll zu sprühen, ne? Und hat das mit Street Art ja nichts zu tun. Danke. Samstag oder Sonntag, das kommt darauf an, wofür ich Karten bekomme. Wollte ich ja gerade anfangen zu erzählen. Denn ich bekomme wahrscheinlich tatsächlich drei Karten. Wir sind am Ende der Zone, ne? Also, wirklich, hier ist Ende. Okay, dann. Und hier ist die Mitte. Der kommt da. Oder war das Bogen? Er war doch hier eben unter mir, der Typ. Ja, jemand schießt mit Dings. Ich hab sie markiert dadurch. Jo. Alter, das Markieren ist so übel, ist das? Okay, hab den einen. Bitter, bitter. Schüsse aus Süden. Kann ich hier gleich ein bisschen weiter unser Revier markieren. Noch irgendwer AR-Muni? Ja, ich hab gar nicht. 124. 400. Da kommt das nächste Auto. Sind Gegner. Kannst du mir was abgeben, Tivan? An Mutti? Wo bist du? Hier hinter dir. Achso. Ups, da hab ich dich zu viel gegeben. So. Dankeschön. Oder war das die falsche? Da wird geschossen bei Bogi. Bogi, du bist ganz schön weit weg. Ja, ich bin ja eben halt vor dem Typ abgehauen da gerade. Kommt er rüber? Zwei sind's. Jo. Alter, diese Markierfunktion, das ist halt so übel. Ach. Okay. Aus dem Baum wird geschossen, aus dem Baum. Bogi wird erschossen. Da hinten. Ja. Weiß nicht, ob er noch hier ist. Oh, dieser Baum nervt hier gerade. Er scheint hier weg zu sein. Irgendwer hat markiert. Ich hab markiert dadurch. Okay. Weiter draufballern. Ja, Vorsicht, ich muss das in Brand stecken. Sonne,
stehen. Ja, schön. Hinter mir ist einer. Wo ist der? Auf oben, ne? Wo ist die Qualle? Ich will durch die Qualle. Meine Waffe lädt nicht nach. Ich wurde wegkatapultiert von der Qualle. Okay, warte. Vorsicht, wer auch immer da oben ist. Ist da noch ein Gegner? Nein. Ja. Ja, doch. Okay, ich zünd den Laden an. Ja, von überall. Ich hab ihn einmal. Vorsicht, Ivan. Ja, er ist bei mir drin. Oh, das ist doch zum Kotzen. Er ist fast down. Ich bin unter dir, Schmiedi. Ja. Wäre geil, wenn du einfach bauen könntest. Und nicht schnell gehen kannst. Ja. Nicht schnell. Ich mach das jetzt einfach hier hinter dem Flammenschild. Ich hoffe, das geht. Genau am Rand, ey. Danke. Hier schön durch die Quallen. Wo ist Bogi? Nicht allzu weit. Halt ne? Ja. Oh, Gegner in der Richtung. Ich konnte dich markieren. Da irgendwo ist einer. Ich bin das mit dem Granaten. Ist das mit den Granados? Lars, warte. Lars, warte. Ja. Dankeschön. Irgendwo hier unter mir ist einer. Hier ist gerade schon. Ist einer rumgehüpft. Oh, einer ist oben direkt. Boah. Oben wo? Ach so, da, okay, ich sehe es. Boah. Da beim Turm, ne? Naja, direkt bei mir, beim Restartlos. Das war schlechte Idee. Oh nein! Simon! Oh Gott, ey. Alter Mann, der baut nicht zu schnell. Der kommt gar nicht mit. Der alte Mann hat 7 Kills gemacht bis jetzt. Der alte Mann, der ist, hängt hier unter der Brücke jetzt rum, weil... Euer Obdach... Oh, come on, guys! Was ist das? Einfach mal ausgesprochen. Oh. Mann, WTF, es kann nicht sein! Ja, warte, ich bleib jetzt ein bisschen... Ich mach jetzt die Sneaky Kills. Ulrich? Ja, ganz ruhig, bitte. Ganz ruhig. Nein, ja, mach ich. Ich hab Angst. Ich weiß, du bist wichtiger als ich, aber ich bin markiert. Na geil. Vorsicht, da oben in der Ecke nisten Eulen. Ja. Fledermäuse kannst du mit Corona infizieren. Ja. Alter, da ist er ja. Ulrich, komm nicht mal wieder. Oh, Ulrich. Ja. Kannst du dich immer wiederholen? Ja, ich war gerade auf dem Weg, weil du wichtiger bist. Ach Gott, Entschuldigung. Naja, aber es war insgesamt gar nicht schlecht. Also ich sage, die Runde war besser als die andere. Und wir haben Graffiti hast gemacht. Du geholt. Ja. Muss ich nur ein bisschen triezen, dann funktioniert das. Ja, nee, tatsächlich, keine Ahnung, aber... Oder was auch von Vorteil ist, wenn ich von Anfang an halbwegs vernünftige Waffen habe und nicht irgendwelchen Ranz. Das bringt auch immer was. Ah, schon wieder einen dritten Platz, ey. Ich gewöhne mich dran. Ja, geil. Na, Bronze ist auch gut. Wenn Leute von Olympia wieder nach Hause kommen und Bronze holen, ja. Ja. Aber du hast gesehen, dass sie eben hier einen Sturmschaden gewonnen haben. Das heißt, wenn wir die... Hätte, Fahrradkette. Die Eigenschaft hatten wir auch. Ja. Merd. Ja, ich weiß nicht, ob ich auf Dauer diese Perk-Sachen cool finde. Für ja, die also limitierte dich... Zeit sind sie, also, glaube ich, ganz witzig. Ja, aber ganz ehrlich, diese Marker, ne, gerade jetzt in der letzten Zone und dieser Zonenmarker, wo du markierst in dem Moment, wenn die nächste Zone sozusagen wechselt und dann, wenn die nächste Zone da ist, dann wird ja zweimal markiert, ne? Und gerade im Endgame, das ist so unnormal unfair. Ja. Ja, und es liegt ja auch nicht daran, ob du jetzt irgendwie Skill hast, um diesen Perk zu bekommen. Nee. Aber, ja, oh Gott, doch, in gewisser Weise. Und es ist so ein bisschen Pay to Win, ne? So. Weil du musst ja genug Gold haben, um in der Welt zu dem durchzuscrollen. Ach, du kannst die so, oder siehst du, gut, dass ich die Mechanik verstanden habe. Ja. Das wusste ich bis jetzt gar nicht.
Ich hab ihn angebrüllt, er hat zurückgebrüllt. Ja, hab ich gesehen. Okay. Haben wir jetzt schon irgendwie nochmal jemanden mal annähernd mit den Steinen geholt? Nö, ne? Nee, aber ich glaube, das ist auch echt ein Ding. Ja, wir wollen zumindest mal Schaden machen mit so einem Stein. Bei 900 ungefähr raus, denke ich, ne? Und hopp. Wir müssen ja ein bisschen tiefer in den Steinbruch dementsprechend. Ja. Naja, das Problem ist, dass man wieder sonst wo ausgelöst wird wahrscheinlich. Oh, ich bin sehr traurig über die neue Version. Ich finde sie sehr... Nee. Ja, ja. Tut mir leid, also wirklich nicht. Ist nicht, nee. Nein, die alte war schöner, wo man halt richtig triggern musste und... Jetzt treffe ich auch nichts mit der neuen. Wir haben einfach so eine Pistole in der MP. Halt doch! Die... Ja. Halt doch die... Die Fresse, du Pfeifen-Arsch. Er hat eine Waffe. Beep, beep. Alles weggebiebt. Ach ja, stimmt, wir sind jetzt live, ne? Halt deine Fresse, piep! Oh, sorry, da war der Piep zu spät. Sogar die Artikel sind verboten, die er benutzt hat. Genau. Verboten Artikel, Schmuggelware oder was? Ach, ich hab seine Waffe sogar bekommen, deshalb ist er vor mir weggelaufen. Okay. Ich hab das gar nicht mitbekommen, ich dachte, er hätte die Waffe rausbekommen. Dann werde ich den jetzt irgendwie... Da hinten läuft er. Da in der Richtung ist ein Gegner. Ich habe wieder Bock auf die Silence-Pistole. Ja. Ich kann nicht mehr reden, die Stille ist immer weg. Was hast du gemacht? Ich habe auf einen... Das ist ein langer Abend. Jetzt ist gestern ein langer Abend. Bogi. Spaß. Okay, zwei Leute mir am Hintern. Das klingt unheilvoll. Ich komme. Ich hab, lock die hinter mir her. Ja, komm mal zu uns, genau. Ja, mach ich. Kommen gleich zwei Leute hinten dran. Ich sehe noch keinen. Ich werfe einen Stein entweder auf den Kopf. Entweder kommen die oben rüber. Oder da unten aus dem Tunnel raus. Eins von beiden. Wir müssen auch irgendwann mal rüberkommen hier. Ja. Hui. Oh, hinter uns. Oh, von hinten. Mein Spiel ist weg. Ah, hier, ja, die sind vor mir. Knapp ein. Ich versuche den mal mit einem Stein zu finishen, okay? Okay. Oh, na geil, hey! Zwei, drei Schuss, oh Gott, ich fast Karma, tot. Karma. Dann kommt das von mir. Ja, Karma. Hier geht's, ein Kumpel. Ich hasse dieses Game wirklich. Das ist abgrundtief. Da unten drin? Oh Gott. Ich hab richtig einen auf den Platz bekommen. Wo ist das? Wo ist das? Hier bei mir. Wie hat er da getroffen? Durch die geschlossene Wand? Hier, ja, die schließt der ist noch, aber er kann trotzdem durchschießen. Nein, ja, los, hier. Nee, der hat das Fenster. Mach ihn fertig, der ist One-Shot da. Schnell das Auto. Ach, das ist ein scheiß Bot. Alter, Mann, ey. Ich hab ihn so oft getroffen, das ist doch unglaublich. Hier. Da kommt noch jemand. Ach, scheiße. Alter, ja, gut. Ja, aber ich war hinter der Ecke und er hat durchs offene Fenster rausgeschossen an der Wand, vor der ich nicht mehr gestanden habe, und er hat mich getroffen. Hat er dich eigentlich angegriffen oder du ihn? Na, er hat gerade seinen Kumpel hochgeholt und dabei habe ich ihn gestört. Zumindest, ja, und dann habe ich ihn auch... Ich weiß es nicht. Es war einfach nur Scheiße eben wieder. Und wisst ihr, was bei mir das Problem ist? Ich spiele nicht mehr richtig. Also ich habe bis dato jetzt auch alle anderen Mann habe ich nicht wirklich richtig gespielt, aggressiv. Ich spiele immer viel zu locker. Versuche die Gegner mit irgendwelchen Waffen zu holen, die eigentlich schwierig sind, anstatt die sofort mit der Pump anzugreifen. Anstatt den Typen zu finishen und mich zu healen, was mache ich? Versuche mit den Stein zu holen. So. Ich spiele viel zu viel mit Spaß, weil jetzt gerade geht das nicht mehr. Ja, so früher ging das, aber man kann das machen, wenn man sich sicher fühlt. Da muss die Patsche raus.
Ja, genau. Tyrion holt jetzt die Peitsche raus. Letzte Woche haben wir eine 28er Runde gefahren. Und das liegt ja auch an Lars, der letzte Woche eine KD von 10,4 hatte. Was? Das hat ja gar nicht den Spaß verdorben jetzt unter der Woche oder so. So, wo ist denn deine KD jetzt? Nichts mehr. Keine, weiß ich nicht. Ich kann nicht mehr. Okay. Aber das war echt, echt richtig. Ich glaube, wir müssen zurück in die Lobby, muss ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Nicht. Ich guck mal, was ich da. Ja. Und vor allen Dingen, ich Depp, ich hätte eben die beiden Typen tatsächlich mit dem Stein mal machen können, weil der lag da direkt vor ihrer Hütte. Ja. Habe ich jetzt irgendwie im Nachhinein wahrgenommen. Ich war so fixiert da drauf. Mhm. Wie heißt denn der noch? Fortnite-Träger. Verify your iPhone. Okay. Sarah Connor. Sarah Connor, das klingt wie so ein Waschmittel. 6,45 bin ich jetzt gerade. Aber okay. Alles bei 30 Grad. Ich wasche meine Wäsche mit Sarah Connor. Beziehungsweise sie wäscht sie, weil ich hatte keine Zeit irgendwie. Bogi fehlt so ein bisschen gerade dazwischen. Ja, ist so. Das ist so ein Hulk-Kanon. Oh Mann, ey. Ich wollte ja hin, habe aber an den Tagen Birthday. Das habe ich voll überlesen, Julian. Okay, wann hast du denn genau Geburtstag, wenn du noch da bist, Julian? Wahrscheinlich ist er schon weg. Auf der Dreamhack. Ja, ey, voll geil. Und machen eine LAN-Party von Samstag auf Sonntag. Also wird er am Sonntag Geburtstag haben oder am Samstag, keine Ahnung. Was heißt LAN-Party? Was kannst du denn heutzutage noch über LAN zocken? Keine Ahnung. Aber der Julian hat halt Ahnung. Das ist es halt. Das ist so ein Computer-Freak. Wenn ich mir einen Computer zusammenstellen lassen müsste von irgendjemandem, den ich kenne, würde ich Julian fragen, weil ist so ein, wow. Ist so ein Ahnungshabender. Der richtet hier zur Not auch einen Private Server für irgendwas ein. Ah, okay. Ja gut, dann macht er das richtig. Ja. Wie, wo, was? Ah, er hört hier gerade zu. Es geht nur um die LAN-Party, was ihr zockt. Und dann hatte ich dich noch was anderes gefragt. An welchem Tag hast du denn Geburtstag? Am Samstag oder am Sonntag? Feiert ihr rein oder feiert ihr raus? Auf der LAN-Party. Und was zockt ihr dann? Jo. Okay, feiern rein. Oh Gott, irgendwelche Leute, die bei mir landen und ich bin noch nackig. Aber ich habe jetzt schon mal 40 mehr Leben als die. Irgendwer ist hinter mir her wieder, sein Mate. Ich sehe ihn nicht ganz genau, da unten ist er. Unter mir. Hier, Bogi. Ja. Danke, ich bin zwar nicht Bogi, aber. Achso. Oh, zwei Leute, drei Leute bei mir, Hilfe! Verwechsel ich bei der Wochenende. Weil bei mir war Bogi eigentlich mal blau. Oh, Gott sei Dank, ein Heady. Ja, aber ich bin auch im Zug halt, ne? Da muss man auch dazu. Oh, vom Dach aus, na geil. Hier bei mir sind zwei Leute, einer krabbelt, ja. Einer springt. Ja. Bogi, vorsichtig, hier ist einer. Hinter dir läuft der rum. Kommt hier mit Granate. Los, wir belästigen den hier jetzt. So, wo willst du denn hin, ey? Hinter der Ecke steht er, genau. Schnupperkurs.
Ich habe keine Materialien. Ja, yeah, das ist alles, was ich habe. Ich kann auch nicht stoppen, doch jetzt. Und Bogi gleich wiederholen. Hab ihn. Ulrich, Bogi gleich wiederholen. Ja, stimmt, hast recht, habe ich nicht dran gedacht. Geht er zurzeit schneller. Wie, du hast an dich gedacht? Das kann er gar nicht. Ja. Das hätte ich gar nicht gewusst. ihr kennt doch den Spruch. Niemand denkt an mich, nur ich denke an mich. Allerdings, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht, ja, ich war nur eben etwas unterbrochen, weil ich da eben... Was ist mit den Leuten, die zu doof sind dafür? Alter, gibt's zwei Bogen. Nein, das war böse formuliert, das meine ich gar nicht so. Ja. Okay, das Kopfgeld, das heißt, unsere nächsten Gegner sind noch außerhalb. Kukuru. Ah, hoffentlich Wasser. Nein, kein Wasser. Okay. So, wollen wir mal hier die Fahne erobern? Noch jemand? Spray funktioniert gerade nicht. Warum? Sechs Splashies. Okay, ja, erstmal sprayen. Wie viele Biggies sind das, Boogie? Achso, da war nur einer. Ah, okay. Dann nehmen wir die Splash. Alter, es leckt schon wieder. Ich kann auch Ulrich den Biggie geben. Nee, Splash uns. Mach mal erstmal. Okay, dann können wir die Splashies aufheben, meinst du? Ja, wurde schon entschieden. So. Ist das denn dein Ernst? So, also. Ich habe ein bisschen viel aufgenommen. Alles gut. So. Wo sind denn jetzt hier? Hier sind die Jammerdinger doch. Hier ist noch ein Biggie rausgekommen aus der Drohne. Was? Was ist das denn? Ach so. Jo. Sieht's aus. Unser Kopfgeld ist nicht mehr da. Puh. Ah, Kopfgeld kommt näher. Komm auf! In welche Richtung müssen wir? In die. Dann werde ich schon mal hier. Dann fängt es wieder an. Bogi, aufhören! Wie lange soll das? Bogi, aufhören! Wie lange soll das Film ungefähr noch laufen? Weiß ich nicht. Wir müssen auf alle Fälle nochmal Schaden machen. Ja, das haben wir so gar nicht hinbekommen. Wie lange bist du mitgeflogen? Ja, fast die ganze Zeit. Okay. Wo, warte mal, ich versuche mal hier die Dingens zu bekommen. Wenn der Dings da Munition findet, hat einen Bogenmunition, dann wäre es cool, wenn ihr... Was für eine Muni? Pfeile. Pfeile? Habe ich jetzt gerade nicht. Zwei Bogen. Ah, okay. Wo ist denn die... Explosiv habe ich. Hä? Ich höre sie doch. Alles gut. Die Drohne, wo ist die am Rumjam? Ah, da! Ich versuche jetzt mal die Drohne mit dem Stein. Jungs, da drüben ist jemand. Und da drüben. Okay, hat nicht geklappt. Ich sehe hier keinen Lars. Da war aber einer, 100%. Nee. Dann ist der abgehauen. Ja,
Irgendwer schießt auf mich, logischerweise. Was, was machst du eigentlich nochmal? Ulrich helfen? Nee, ist der direkt zerplatzt oder was? Der ist, nein, der war nicht geplatzt, aber. Okay. Ja, dann. Über dein Leben jetzt. Über mein Leben. Mein Leben ist mega langweilig. Ja. Was machst du beruflich? Beruflich? Ja. Boah, was Soziales, das ist schrecklich. Was machst du denn? Ja, du warst doch jetzt hier. Nee, das bin ich zum Glück nicht. Nee. Wer war das denn? Nicht. Niemand. Ich wollte mal Erzieher werden. Aber hat sich dann irgendwann haben wir mal gequatscht mit die. Und irgendjemand hat gesagt. Achso, das war dieser Typ, der Praktikum oder so ein Scheiß. Ja. Max. Ja, genau. Und was machst du, Lars? Erzähl ich im Aufzug. Erzählst du nicht im Stream? Erzähl ich dir jetzt erstmal nicht im Stream, nein. Okay, geil. Hartz IV. Ja, mit Hartz IV, muss ich sagen, mit Hartz IV habe ich sehr, sehr viel zu tun. Oh, geil. Kann ich dir sagen. Finde ich geil. Alter, der Stein hat mich runterkatapultiert. Finde ich nicht so cool. Hartz IV ist keine so schöne Sache. Ja, ist doch mal. Aber trotzdem finde ich es geil. Es gibt auch Leute, die sich um die Leute kümmern müssen. So, ich habe jetzt zwei Steine, die ich in die Zone transportieren würde. Also wenn ihr wirklich viele Pfeile finden solltet, wäre es geil. Jo. Hier war ein Pfeilautomat. Oh. Unten im Ding. Ich bin jetzt viel zu weit. Links ein Gegner, rechts ein Draufgegner. Oh ja. Okay, da sind Steine gekommen. Ich kann nicht sprinten, weil ist ausgeschaltet. Hab ich links vom Boden. Ich hab, ja, kommt auch noch einer. Oh nee! Oh. Achso, du warst dabei. Ja, ich war direkt hinter dir. Ist in Ordnung, ich komm einfach hinterhergelaufen. Hab ihn markiert. Sein Kumpel auch. Mhm, nichts geht rein mit der DMR 50 down. Das war noch ein anderer, war das. Alter, auf, sonst was für Entfernung wieder getroffen. Sehr gut. Okay, die. Oh, Toni ist da. Alter, ich treffe mit der Scar. Ich treffe gar nichts, ne? Ich auch nicht. Der hat halt auch nichts an Leben, ne? Ja, aber der hat eben nochmal einen 50er von mir kassiert. Einfach sprayen, sprayen, sprayen. Jetzt hab ich ihn. Endlich, finally. Aber auch keine Munition. Oh, wow. Kekse gebacken. Ich hätte einen 600er Ping. Von wo werde ich denn jetzt beschossen hier? Auto von vorne, schräg hinten, Motorrad oder sowas, ne? Okay, ist down. Schön abgestaubt hier. Kommen aus nordwestlicher Richtung hier zu uns. Ah, der hat mir echt zwei Leute bei dir direkt. 600. Ja, einer hat hier gerade kassiert ohne Ende. Oh no. Von hinten werde ich auch genommen. Schade. Ach, einer versucht. Bogi, kriegst du? Hau ihn. Hau drauf, Bogi, jetzt. Kriegst du. Jivan muss klären mit seinem 600er Ping. Hinter dir, Bogi, Jivan. Ah, Luftballon, ich kann nichts machen, Spiel. Ich nicht. Nee, ich wusste gar nicht, dass Luftballons ich hier eine Chance. Ich fick dieses Spiel. Es ist ein Kackspiel, ganz klar. Es ist ein Kackspiel. Es kann nicht sein, dass du, wenn du nicht vor Gegner bist, immer einen guten Ping hast und sobald Gegner bist, bis 600. Spiel, es ist mir vorhin fünfmal passiert. Ich kann dir gar nicht erzählen. Jedes Mal, wenn Gegner vor mir sind,
bleibt das Spiel stehen, ich sterbe. Aber extrem. Ja, ich weiß. Kenn ich ganz genauso. Man hat noch gleich so oft sein. Man kann noch eine Zeichnung machen von dem Moment, wo man stirbt, und dann ist man kaputt. Was ich auch noch hatte, er steht vor mir, ich gebe ihm einen Pumpschuss, reagiert, und auf einmal reagiert es doch nicht, er steht hinter mir. Ja, ja. Und die Lags, vor allen Dingen auf PlayStation, sind so heftig, das ist wirklich zurück. Wir müssen zurück. Wir müssen jetzt nochmal versuchen, mit den Impulssteinen irgendwie nur Schaden zu machen. Wir wollen keinen töten, aber zumindest Schaden. Oder wenn wir jemanden gefinisht haben, also gedownt haben, dass wir den mit dem Stein finishen, damit wir den irgendwo in einen gedeckten Turm reinschießen. Also ich meine, wenn die so weit sich dort schützen. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Oh, Battle Pass Sterne, Level 28 erreicht, immerhin was. Aber ich muss das nochmal ansprechen, ne? Wir gucken einmal hier auf meinem Bildschirm nach links. Das ist furchtbar, ist das, Bogi. Wie machst du das schon wieder? Warum hast du schon wieder Level 55? Das ist ja... Ja, das sind... Da werden ich manche muss mein Internet testen. Laufen sein, so. Geht gerade gar nicht. Ja, du bist auch laggy. Ich muss mein Internet laggy. Ich habe jetzt endlich auch die Sturmmarkierung freigeschaltet. Da muss ich auch mal frei kaufen, dass wir das auch mal bekommen. Ah ja. Und Bogi? Ich glaube, Bogi hat Folgendes gemacht. Bogi hat die Leute von Epic so doll angeschrien, dass sie nochmal ein paar Level gemacht haben. ist nach Frankfurt gefahren und ist ins Büro gekommen, hat gesagt, Level! Ja. Gib mir Level! Kunden sollte es auch mal was geben. Julian schreibt gerade, Vodafone hat gerade wieder Störungen. Ja, jetzt war er, also ganz ehrlich, eigentlich müsste Vodafone mal Nachrichten rausgeben, wenn es keine Störungen gibt, oder? Ulrich, ich bin jetzt übrigens bei 1155 Skins. Aber es läuft, ne? Es sieht bei mir 17 aus bei dir. 1000, wie viel? 1155. Alter, ganz ehrlich, Bori, du bist kein gutes Vorbild für die Jugend, wenn du hier im Spiel bist mit so einer... so ein bisschen so. Die Auswahl haben. Ja, genau. Und ist halt so, wie es ist. Was soll ich machen? Wem nicht zu helfen ist. So, mal gucken hier. Wie heißt denn der überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie machen wir es denn mit Jivan jetzt? Wie schaut's aus, Jivan? Der ist irgendwie komplett weg. Das hat ihn sprachlos gemacht. Wie viele Spielstunden hat Bogi? Das weiß ich nicht. Das müsstest du mal auf Fortnite-Tracker eruieren oder so. Dann kann man das ja sehen. Wow. Das weiß ich selber auch nicht. Aber es gibt welche, die sind schlimmer. Also die haben ja irgendwie so einen Alpha Centauri-Rhythmus oder so. Den What von Flip und Bob. Verstehe. So, ich gucke hier immer noch meine Emotes durch. Ich habe gerade einen gesucht und finde ihn nicht, weil ich gar vergessen hatte, welcher das war. Okay, Jivan ist raus. Dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell erstmal Trio und gehen nochmal rein. Tanzt du, weil er raus ist? Ist auch ein bisschen... Wow. Nein, das hat damit nichts zu tun. Hol mich zuerst, ich bin wichtiger. Jivan, Jivan, das ist für dich hier. Und? Was hat dir der Junge getan? Nichts. Oder um es mal mit Jivan zu sagen? Ich finde, Bowie hat noch gar nicht so viel gespielt. Nee, wie viele Spielstunden hat er? Boah, das geht. Das muss man selbst sagen. Ja, aber das ist peinlich, wie viele ich. Es ist wirklich peinlich, wie viele Spielstunden ich habe, ne? Das ist wirklich. Ulrich, du hast wirklich... mehr als er, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist was mehr als Bogi. Echt? Ist das separat in Battle Royale oder was? Ja, das ist, glaube ich, nur in Battle Royale. Ja. Am Battle Royale hat Ulrich mehr.
Das sind auch nicht nur 97 Tage oder so. Echt? Wie viel? 97 Tage, 13 Stunden, 55 Minuten. Alter, laber nicht, 97 Tage, das ist ein. Ist ein, ist ein Vierteljahr oder so. Okay, gutes rechnen wir das. Trauma. Bitte. Das war während Corona, weil das ist, gilt also gar nicht. Außerdem habe ich jetzt Mittagspause, also gilt das, was Sie jetzt sagen, eigentlich sowieso nicht. Genau. Wo soll es denn sein, dieses? Ich frag mich manchmal, wie du dein Unterricht verbringst. Schreib mal das hier von der Tafel ab. Ja, ich bin mal kurz auf Toilette. Nein, ich habe das nicht online. Dazu ist mein Moto G3 überhaupt gar nicht in der Lage gewesen. Ja. Was ist denn 97 mal 24? Ich weiß, warum. Ja, du Gott, das muss ich gleich alles rechnen. Ja, okay. Das habe ich jetzt einfach. Ich dachte, wir gehen. Ja, erstmal anfangen zu flamen auf alle Fälle und dann. Ich will ja nur die Minuten ausrechnen. Ich wette, in dieser Season hast du mehr Stunden als ich. Oh, das weißt du nicht. Ich habe sehr viel Pokémon gezockt, das wollen wir alles mal nicht auf. 2614 schreibt Julian gerade. Ah, 2614, ja, das geht ja sogar noch. So. Da gibt's andere Spiele. Warte, wo ist der Depp gelandet? Wo ist der Depp gelandet? Da hinten ist was, ne? Ich hol schon mal einen Stein hier. Hier unten ist auch irgendwas markiert, was ich mal machen soll, sehe ich gerade. Ich habe noch keine Waffe. Das geht halt wirklich noch, haha, aber deutlich mehr Stunden im was ist das? PA. Okay, hier soll ich das machen. Also im Fahrspiel, ja, das stimmt schon. Oh, Lex, hey, lecker. Oh nein, ich habe diesen Glitch hier aktiviert versehentlich. Was? Leute, ja. ich hab einem Schaden gemacht auf dem Boden liegend mit dem Stein, wir haben gewonnen. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich muss irgendwo rüberspringen, damit dieser Glitch weggeht. Oh nein, bitte, 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 bitte. Oh Gott. Ich habe diesen komischen Glitch, dass man halt so quasi Ego-Perspektive. Oh, Bogi, hast du ihn jetzt gerade getötet? Ja. Ach so. Oh. Ach nein, du wolltest ihn ja damit abfertigen. Ja. Oh, jetzt, Ulrich, jetzt schießt er auf dich. Ja, cool. Richtig gut. Ja, ihr habt ihn doch. Oh. Ja, ihr hat Damage bekommen. Ja, aber guck mal, der hat dir doch auch Fische liegen lassen und. Überhaupt. Dammann. Außerdem habe ich auch noch Spray dabei. Ich muss jetzt verdammt auch mal. Hier hinters Licht geführt worden. Das ist. Ich muss unbedingt. Hier ist auch noch. So. Ich muss unbedingt jetzt noch irgendwo über den Zaun springen, damit dieser Glitch weg ist. Das nervt. Oder ich baue mir selber einen Zaun. So. So. Und lauf. Ah, Bogi, ich hätte das gehabt. Ja. Ah, ja, ist weg. Ja, nicht schlimm. Aber Ulrich muss das auch in Szene bringen, ne? Ich meine. Was denn? Ja, klar, wir müssen das ja auch sehen. Du musst sagen, ey, es gibt los, komm her. Wenn ich auf den warte. Ist eine alte Kuh jung geworden, das ist halt so. Aber da vorne höre ich doch Schießerei. Da können wir doch schon mal hin. Da Schießerei, puh, oh, tot. Ja, genau. Mhm. Richtung. Vor allem ist er alleine los. Ja, ich dachte, ich habe ja gesagt, da hinten eine Schießerei. Vorne. Warte mal, da hinten. Ach, da hinten. Jetzt ist nur noch einer alleine da. Überall. Granaten.
schießt jemand von der Rückseite. Hallo? New York, Rio, Tokio. Das ist aber Präzision. Da drüben ist einer. Okay, haben wir da irgendwo einen Stein? Jo, hier. Na, der kommt jetzt zu uns hier hoch. Ich habe euch mal den Rücken freigehalten. Ja, danke schön. Sind das zwei Leute gewesen? Ich sehe ihn. Baut er noch was? Baut er noch was? Ja, der baut noch was. Entschuldigung. Nicht schlimm. Aber es musste sein. Ist doch Teamwork. Aber jetzt kann ich endlich ein bisschen Munition sammeln. Ja, ich brauche auch noch Moon. Weil das hat eben alles ein bisschen gelitten. Hau da mal Graffiti drauf. So. Bogi, ich hol dir mal, warte. Braucht noch jemand? Nein. Oh, da ist der Kopf. Hier oben. Okay. Machen wir noch Steinbruch Graffiti oder? Also ich habe immer zwischendurch noch mal ja. Vor drei Runden was gemalt. Genau. Ich bin zu alt fürs Taggen. So, was ist das für ein Bogen hier? Der Stinkbogen, der ist besser. Ja, gebe ich den hier, den Stinker. So, wollen wir das jetzt mal einnehmen hier? Ja, auf jeden Fall. Da wäre ich dabei. Das klingt nach einem Plan. Ulrich? Ja? Ich hätte da nochmal Granaten, 6 Stück. Bist ja, nee, jetzt gerade tatsächlich nicht. Weil ich kann die dir nicht zuschmeißen, dann musst du verschwinden. Ja, ja. Eine klassische von über das City hinausgeschossen. Ja. Aber die Zone ist nicht dran, das heißt, wir kriegen jeder einen Stein bestimmt in die Zone rein. Ja. Du bist ja total der Reimer hier. Ja. Ja. Wenn das schon ein Reim war, altes Reimemonster, dann. Die DMR ist halt echt. Matthias Reim. Heißt jetzt Matthias Reim oder Matthias Rhein? Elektronik habe ich am Freitag 3.4. mit der 10. Jahrgang, ja? Warum? Wolltest du mal vorbeikommen, Robin? Der Stein hat mich höher katapultiert. Deutschlehrer bist du scheinbar nicht mehr. Katapultiert, als ich... Oh Gott, Zone. Das ist aus dem Altertum. Kann das sein, dass da jemand gerade meinen Stein geklaut hat? Du wolltest ja nicht mit. Zumindest haben sie dafür entschieden. Du hast dich nicht angemeldet. Machst du mit oder ja? Ja, ich versuch's zumindest. Bist du immer noch nicht da? Nee, immer noch nicht. Irgendwie ist mein Stein hier weggeflogen und ich weiß noch nicht genau wohin, aber. Den finde ich gleich. Ja, ich hab ihn gefunden. Mit Einstein hat keiner. Albert findet einen Stein. So. Zack. Und in der Zone. Mit Stein. Alles gut. Bogi? Wo seid ihr? Ja. Was machst du da? Ich weiß auch nicht. Ich wollte. Komm nochmal hierher. Wir wollen nicht, dass du das. Obwohl, das wusste nicht. Du hast irgendein Spray dabei oder so, ne? Alter, der geht voll durchs Ei, Karamba. So flach über dem Boden. Das ist okay. Ja richtig heftig. Toll ist das nicht. Oh, ich kann ja Perkfire schalten. Soll ich vielleicht nochmal machen? Bluthund ist immer gut. So, mein Stein ist irgendwie. Also, ich habe kein Problem, Julian. Ich mal für ein paar Minuten vorbeischauen. Nee, das finde ich sogar geil. Mach das mal. Am Freitag sind einige Leute aber auch nicht da. Ich fahre irgendwann nochmal die Tage mit der Klasse Bowlen. Ich habe aber vergessen, an welchem Tag das ist, weil es nicht meine Klasse ist. Ich bin da ja nur Co. Verdammt, wo ist denn der Stein hingeflogen? Siehst du den noch? Aber ich weiß ganz genau, was du da machst, ne? Beim Bowling?
Over the line! Übertreten! Stimmt! Schreibt den Müll auf! Schreibt den Müll auf! Stimmt! Smoky, das hier ist mit Dummy. Hier gibt es so wenig mit Dummy. Das ist ein Ligaspiel. Das ist ein Ligaspiel. Nein! Donny, you're out of your element! Wo ist denn der Zinger hin? Ja, Robin, ich schreib dir nochmal. Alter, der ist sonst wohin zurückgeflogen. Habe ich doch richtig gesehen. Der ist nach Timbuktu zurückgeflogen. Ja, das wird bestimmt witzig. Ja. Nein, ich hol den Stein nach vorne. Ich hol den Stein jetzt wieder zu euch. Komm mit. Und komme. Wo ist das? Ja. Vielleicht. Jetzt ist er tatsächlich ins Wasser gefallen. Kriegen wir ihn nochmal rausgeschlagen? Nee, weiß ich nicht. Der ist so weit unten. Der wird ja nicht richtig tauchen. Nee. Na, dann lass uns weiter. Oh, noch ein Perk. Einmal weiterschalten. Oh, Sturmmarkierung. Da ist er, Alter. Jetzt haben wir die mieseste Markierung aller Zeiten. Hier nochmal Bogen für alle. In welche Richtung fließt der Fluss? Ich glaube, der ist in unsere Richtung, oder? Kann das sein? Nein, würde ich sagen, nicht. Bogi, du bist noch im Sturm, sehe ich das richtig? Aber das leichte Nachladen, das ist ja richtig schnell da. Ja, es hat halt immer mehr Call of Duty Vibes, ne? Ja, das fing an, als sie die MK reingebracht haben, ne? Weil die mit dem roten Punktvisier, da haben alle schon gesagt, oh, COD. Irgendwie links neben uns, Bogi, wird geschossen. Aha. Oh, hier sind richtige Stromstellen, da kommt man nicht voran. Okay. Haben wir noch einfach aus der anderen Richtung? Ne, es ist nur. Jo, Jivan ist jetzt wieder da. Lass uns. Ja, ich habe einen Stinker. Hast du die denn? Siehst du sie? Nee, irgendwie in die Richtung waren die. Kannst du mich nochmal sprühen, Bogi, wenn du gerade da bist? Wo bist du denn? Da. Direkt vor da. Wollen wir Richtung Zone gleich ins Auto? Ja, die ist auch ein bisschen weiter weg. Ich hätte hier noch ein bisschen Tannengrün. Ja. Ah, ist alle. Oh, macht nichts. Ist als gar nicht. Da kommen sie. Da sind sie. Da kommen sie. Okay. Wo ist mein Sprung? Der hat eine Sprunghilfe. Lass uns einfach weiter in die Zone und nebenher so ein bisschen draufhalten. Siehst du ihn? Alter. Ist der da noch drin in dem Gebäude? Nein, viel weiter vorne. Oh, da oben sehe ich noch einen. Geflitzt. Da oben ist noch einer. Kommt noch was nach. Kommt einer übers Eis? Wir sollten. Hammer. Wir sollten mal in Richtung Zone gehen. Ne? Der ist bei mir. Oh ja. Oh, der hat mich mit dem Raketenwerfer ein bisschen angeorgelt. Ja, der hat richtig gefressen. Einfach hier hochbauen. Hat jemand Chiban schon? Nee. War denn? Ich hab Chiban jetzt gerade reingeholt. Ja. Ja, hier Gegner in der Zone wieder. Direkt bei mir. Wieder. Hallo. Oh, der ist so ultra low bei mir direkt. Ja. Unten drin ist der holt sich jetzt hier. Der holt jetzt? Der heilt. Der holt bestimmt.
ich dachte, dankeschön, Mohammed. Ulrich, Zone kommt und du hast ja. Mal eben. Ah, okay. Aber der war doch da eben noch unten drin. Wie konnte er jetzt auf einmal da oben? Hä? Weil er der Baumeister ist. Ich will das jetzt mal wissen, wie viel der hat. Na, 127 hat er noch auf alle Fälle. Keine Ahnung. Okay. Wollen wir an der Stelle den Stream beenden? Ja, wir haben Damage gemacht. Würde ich auch sagen. Wir gehen zurück. 1 Stunde 35 Minuten. Wir gehen bald zurück. Ich freue mich schon auf Julian und Robin, wenn ihr kommt. Stimmt, Elias hat euch Bescheid gesagt, ne? Der ist ja. Oder nee, Moment mal. Ist Elias jetzt in 9 oder in 10? Ich bin gerade voll durcheinander. Nichtsdestotrotz, G1 ist wieder da und ist jetzt in 10, genau, ja. Der hat jetzt die 10 wiederholt, so war das. Genau, G1 sagt schon Danke fürs Dabeisein. Auf alle Fälle, vielen lieben Dank. Hat und viel... Spaß gemacht. Und nicht so wie das letzte Mal, aber okay. Vielen lieben Dank an Lars. Jo, danke schön zurück. Jo. Und natürlich auch an Bogi. Jo. Oh, und auch vielen Dank zurück. Ja, und natürlich an alle, die eingeschaltet haben. Hab keinen guten Tag. Danke. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Support. Und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag 18 Uhr oder mal gucken, vielleicht nächsten Sonntag irgendwie ein bisschen früher, dafür live von der Dreamhack irgendwie mal so ein bisschen reinstreamen und dann abends so, ich weiß es noch nicht, muss mal sehen, wann ich da bin. Ich freue mich auf euch, vielen Dank und tschüss, bis nächste Woche.